Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte Sie sehr herzlich hier heute Morgen im Herzen der Landeshauptstadt Düsseldorf begrüßen. Der Oberbürgermeister Erwin hat gestern in der Presse verlauten lassen, aus Anlass der Jahresabschlusspressekonferenz, dass vor 3 Wochen die Landeshauptstadt Düsseldorf wieder die zweitgrößte Stadt in Nordrhein-Westfalen ist. Lieber Herr Bachtel, schmerzlich muss ich mitteilen, Düsseldorf hat Dortmund überholt, ganz knapp. Düsseldorf war auf dem 4. Platz, hat Essen überholt, jetzt Dortmund ist wieder die zweitgrößte Stadt dieses Landes, ganz, ganz weit nach Köln übrigens. Aber ich möchte nicht die jahrtausendealte Diskussion zwischen Köln und Düsseldorf hier aufleben lassen. Seien Sie herzlich gegrüßt hier an diesem Platz. Ist das Bildungszentrum dieser Stadt und des Landes, wenn man so will. In diesem Hause, wer es noch nicht weiß, resultieren ja die große Zentralbücherei der Stadt mit über 2 Millionen Besuchern im Jahr, die Volkshochschule der Landeshauptstadt und das Medienzentrum Rheinland. Eine günstige Konstellation. Dieser Ort ist häufig Standort für große Veranstaltungen. Und ich möchte diese heute, auch wenn wir vielleicht von der Teilnehmerzahl nicht wirklich groß sind, aber ich glaube, von der Bedeutung ist diese Veranstaltung durchaus hochkarätig. Und dazu gleich ein paar Sätze. Besonders begrüßen möchte ich diejenigen, die von besonders weit hergekommen sind. Das sind die Kolleginnen und Kollegen aus den Verlagen, von denen ich weiß, dass sie nicht alle hier aus Nordrhein-Westfalen kommen, ganz besonders Herrn Hanardi, der von der befreundeten Landeseinrichtung aus Stuttgart nach Nordrhein-Westfalen gekommen ist, die Kolleginnen und Kollegen der Kommunalen Rechenzentren, an der Spitze Herrn Langgut, den Sprecher des AKDN, herzlich willkommen. Last but not least, Andreas Breiter aus Bremen, ein Freund des Hauses, wenn ich das sagen darf, lieber Herr Breiter, aber dazu gleich noch ein paar Sätze. Ich möchte diese Veranstaltung ganz kurz eröffnen mit ein paar Thesen, die vielleicht deutlich machen, in welchem Rahmen wir in Nordrhein-Westfalen diese Veranstaltung bewerten. Meine erste These lautet: erfolgreiches Lernen in unseren Schulen und die Nutzung digital bereitgestellter Medien stehen immer noch nicht in einem unmittelbaren Zusammenhang. Jedenfalls in den Köpfen vieler, die für die Qualitätsentwicklung von Lernen in Schule Verantwortung haben. Das heißt, das Thema Unterrichtsentwicklung als Kerngeschäft von Schule, das Thema Lern-IT und das Thema Lernmittel, also Content, wird noch getrennt wahrgenommen von Entscheidern, von Nutzern, und das macht die Entwicklung schwierig, formuliert aber gleichzeitig die anstehenden Aufgaben. Wir müssen gemeinsam versuchen, durch unsere Bemühungen aller derjenigen, die heute hier zusammenkommen, diesen unmittelbaren Zusammenhang zwischen der erforderlichen Infrastruktur, dem guten Content und der Qualität des Lernens noch stärker vermitteln. Also es liegt für uns alle noch eine erhebliche Aufgabe vor uns. Allerdings, ich hoffe, das verbindet uns auch, sind wir nach wie vor fest davon überzeugt, dass die digitalen Medien einen ganz erheblichen Beitrag leisten können zur Qualitätsentwicklung von Lernen. Allerdings unter Voraussetzungen, die noch nicht selbstverständlich gegeben sind. Dazu werden sicher die Beiträge, die gleich folgen, ausführlich und fundiert Stellung beziehen. Meine zweite These: Nordrhein-Westfalen hat in den vergangenen 8 Jahren vieles in eine richtige Richtung auf einen guten Weg gebracht. Nordrhein-Westfalen ist kein schlechtes Pflaster für die anstehende Stufe 2 der Entwicklung. Wir haben
in 2000 mit einer großen landesweiten Initiative begonnen, die durchaus gute bis befriedigende Ergebnisse gezeitigt hat. Es gibt in der Nachfolge der Initiative die Medienberatung NRW, die, dazu komme ich gleich noch kurz, wie ich denke, in einer durchaus intelligenten und synergetischen Form die Dinge versucht zusammenzubringen und die Entwicklungen mächtig anzustoßen. Wir haben auch zwischen Land und Kommunen in Nordrhein-Westfalen durchaus einiges bewegt bei diesem Thema. Wir arbeiten mit einem Teil von Ihnen intensiv an Entwicklung im Bereich der Lern-IT. Wir sind mit den Verlagen seit vielen Jahren in einem, wie ich jedenfalls aus dem Ministerium weiß und auch von Ihnen selbst als Verlagsvertreter, in einem durchaus ertragreichen Diskurs, der durchaus zur Qualitätsentwicklung von Content in Schule beigetragen hat. Aber all diese positiven Impulse kommen jetzt an einen Punkt, wo sie zusammengeführt werden müssen, wo sie auch nach wie vor zu stark nebeneinander stehen und die Wirkung in jeder Einzelschule, und in Nordrhein-Westfalen gibt es 6.800 Einzelschulen mit zum Teil sehr, sehr unterschiedlichen strukturellen Voraussetzungen. Wir sind noch nicht da, dass wir jeder Schule das anbieten können, was sie braucht. Meine dritte These, die eben bereits angesprochene Medienberatung NRW, ist, wie ich denke, in besonderer Weise geeignet, die anstehenden Probleme zumindest in die richtige Richtung zu beeinflussen. Bis auf Baden-Württemberg ist die Medienberatung NRW als einzige in der Republik unmittelbar zwischen den Interessen und Aufgaben der Kommunen, der 400 Schulträger in Nordrhein-Westfalen, und dem Land angesiedelt und nimmt für beide Seiten Aufträge wahr. Viele sagen ja bis heute, innere und äußere Schulangelegenheiten sind getrennt zu betrachten. Wir haben eine völlig andere Philosophie, die ist noch nicht überall mehrheitsfähig, aber die Qualität unserer Schulen, die Qualität von Unterricht ist nur dauerhaft und kontinuierlich zu leisten, wenn beide Verantwortlichen in einer, wie wir sagen, Verantwortungsgemeinschaft die Dinge betrachten. Wer die Aachener Erklärung mal gelesen hat, der Deutsche Städtetag hat in Aachen vor wenigen Wochen einen durchaus bemerkenswerten Kongress abgehalten, der geendet hat mit einer Aachener Erklärung. Aachen, denke ich, auch ein gutes Pflaster. Herr Poschen, ich begrüße Sie auch sehr herzlich. Da wird sehr deutlich, dass die Kommunen selbst sehr engagiert die Qualität von Bildung betreiben und die These belegen, dass nur in einer Verantwortungsgemeinschaft von Kommunen und Land Schule wirklich spitze werden kann. Schule lebt im kommunalen Feld, also haben die Kommunen einen erheblichen Beitrag zu leisten. Die Medienberatung NRW ist in der Trägerschaft sogar kommunal, nimmt Landesaufgaben wahr und alles, was wir tun, mit Ihnen und mit anderen, findet immer uneingeschränkt die Zustimmung der Kommunen und des Landes. Und das führt zu einer ungewöhnlichen Akzeptanz der Dinge, die wir tun. Das war nicht immer so. Zweitens bringt die Medienberatung NRW kontinuierlich auch gegen immer noch Widerstand das Thema Unterrichtsentwicklung und Medien zusammen. Auch das ist nicht selbstverständlich. Sie wissen selbst, dass in vielen Instituten in dieser Republik das Thema Unterrichtsentwicklung und Medien nicht nur organisatorisch getrennt, sondern auch in den Köpfen in zwei unterschiedlichen Ordnern untergebracht ist. Und wir bringen hier und heute IT und Content zusammen. Auch das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Auch diese Welten sind in der Fläche überhaupt noch nicht systematisch miteinander vernetzt. Meine These also, was wir heute beginnen oder was wir schon lange begonnen haben, aber vielleicht heute nochmal mit einem entsprechenden Schub versehen wollen, ist durchaus in der Republik einzigartig und wird Impulse setzen, wie wir hoffen. Und das ist für die Verlage, die ja bundesweit agieren, ohnehin eine Selbstverständlichkeit. Wir wollen ja keine NRW-Lösung, aber wir wollen vielleicht in NRW-Lösungen andenken und erarbeiten, die auch übertragbar sind. Meine vierte These, damit will ich dann auch gleich schließen, was wir heute beginnen, könnte
ein Projekt werden, was durchaus beispielhaft ist. Wir vernetzen hier und heute drei Welten systematisch miteinander, die zwar bisher viel miteinander geredet und auch manches versucht haben, aber es gibt noch viel zu tun und die Workshops, die wir heute Nachmittag beginnen und sicher auch weiterführen wollen, sollen ja erst der Start in ein Projekt werden. Und da stehen dann solche Fragen an, die wir auch höchst virulent zurzeit diskutieren müssen. Ich nenne zwei Stichworte, Plattformen, wie positioniert sich etwa die Landesregierung Nordrhein-Westfalen zum Thema der Plattform? Kann es überhaupt eine landesweite Plattform geben? Ist die Zukunft die proprietäre Lösung? Also alles Dinge, die zurzeit hochvirulent sind, wo viele Interessen eine Rolle spielen, da geht es um viel Geld. Und ich wünsche mir, dass wir hier ein fachliches Instrumentarium entwickeln, mit dem man bei solchen künftigen Entwicklungen auch klar Position beziehen kann. Da sind aus meiner Sicht noch viele Fragen offen. Ziel muss sein, das wird immer so schön formuliert, die Medien müssen letztlich anywhere und anytime verfügbar sein. Und das ist, weiß Gott nicht, trivial. Den Prozess, den wir jetzt beginnen, würde ich mir wünschen, muss weitergehen. Er soll als Werkstatt angelegt sein und ich verspreche mir, dass wir kontinuierlich und systematisch im Diskurs bleiben und Wege aufzeigen, wie am Ende dieses Anywhere and Anytime von gutem Content in Schule in Nordrhein-Westfalen vielleicht beispielhaft sich entwickelt. Mein abschließender Dank gilt wie immer demjenigen, der diese Veranstaltung geplant hat. Da gibt es ja immer einen, der letztlich den Kopf hinhalten muss, der für alles verantwortlich ist, der das alles geplant hat. Das ist aus unserem Team Herr Stops. Mit vielen anderen natürlich, er steht nur stellvertretend. Dank, lieber Herr Stops, für die Vorbereitung. Und damit komme ich zu Andreas Breiter, den ich erstens jetzt ankündige mit zwei Sätzen. Andreas Breiter ist, das werden Sie wissen, einer der ganz wenigen Köpfe in diesem Land, der Pädagogik und Technik und die schwierigen Umsetzungsstrukturen in unserem föderalen System mitdenkt, klug weiterentwickelt. Und immer wenn wir ihn eingeladen haben, hat er aus Bremen Ideen mitgebracht, die so wunderbar auch für Nordrhein-Westfalen passen. Und von daher habe ich dieselben Erwartungen wie immer, lieber Andreas Breiter, dass Sie uns zum Einstieg dieser Tagung die Augen öffnen und Wege aufzeigen für eine Richtung, in die wir weiterarbeiten wollen. Herzlichen Dank.